Befreit die Nippel, denkt sich Lotti und kritzelt dann doch mit einem Edding drüber. Ich bin Designer, denkt sich Robert Geis und zerschneidet seiner Carmen das Jeansbein. Und rückt mal die Scheine rüber, wenn ich schon singen soll, denkt sich Madonna. Ich denk mir, nice, dass ihr da seid. Hier ist die Bitbox. Moin. Wer braucht schon Urlaub, wenn man auch auf Balkonien frei sein kann? Könnte sich Kate Moss' kleines Schwesterherz Lottie Moss gedacht haben, als sie auf dem Balkon unter der Sonne Kaliforniens ihr Oberteil an die Leiter hing und in die Nachbarschaft grüßte. Moin! Tja, was man so macht, ne, als 21-jähriges Partygirl und Model. Aber selbstverständlich immer mit einer politischen Botschaft, macht sich heutzutage keiner mehr so einfach obenrum frei, ne? Free the nipple, protestiert die Lottie empört zu ihrem Blitzerpick und zieht dann doch den Edding raus, um eben diesen Nippel fett zu durchkritzeln. Hat da vielleicht jemand scheinheilig Angst, dass das Pick von Onkel Instagram gesperrt wird und somit der eigentliche Sinn für die ganze Nackigkeit dahin ist, nämlich Werbung machen für die knappe Buchse hier? Wäre jetzt eine böse Unterstellung, macht aber Sinn. Mit Gipsfuß ist nicht gut Röhre tragen. Es sei denn, man hat einen handwerklich begabten Ehemann am Start. Oder wie Carmen Geis es formuliert, einen Designer. Ja, meinst du, wir schneiden erstmal hier ab? Robert, ist das nicht das rechte Bein, was du willst? Nee, weißt du, was wir machen? Wir schneiden das einfach ein. Nee! Das linke Bein. Es ist das linke Bein. Rechts, links, ist doch wurscht. Aufs Design kommt's an. Wir schneiden dich jetzt erstmal hier ein in der Naht, würde ich sagen. Stopp. Und hat's geklappt jetzt? Ah, das ist schon toll, wenn man einen Designer als Mann hat. Könnte sie fast mit auf den Balkon grüßen. 60 Jahre und kein Stückchen ärmer wird Madonna wohl auch 2019 nicht. Da tritt sie jetzt im Mai im Finale vom Eurovision Song Contest auf für die Rekordgage von 1 Million $. Und wie viele Songs wird sie performen? 2. Gut, die Gage wird Carmen regelmäßig geboten, damit sie nicht auftritt. Zum Glück werde ich in Donuts bezahlt, wie man sieht. Rinnehauen.